wir sind jetzt hier bei der Grundsteinlegung des Anbaus für die Seefahrtschule. Herr Rothe, was passiert hier demnächst in dem Anbau? Ja, dieses Gebäude ist das Erweiterungsgebäude der staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven. Speziell ein Simulatorgebäude. Hier werden untergebracht werden der Schiffsführungssimulator, der Radarsimulator, der Schiffsmaschinensimulator und eine maschinentechnische Sammlungshalle. Das heißt, die Teile oder wenn man sagen, die Simulatoren, die also jetzt im Altbau sind, müssen dann umziehen, sodass wir wieder Platzgewinn haben für normale Unterrichtsräume im Altbau. Wie viele Schüler haben Sie zurzeit? Wir haben zurzeit 275 Schülerinnen und Schüler. Die Tendenz ist konstant. Wir haben auch für den Herbst wieder sehr gute Anmeldungen, sehr gute Anmeldezahlen. Und ich glaube, die Qualität an Schiffsoffizieren, die wir hier entlassen, spricht für sich. Was bedeutet der Neubau jetzt für Sie? Ja, das ist quasi wie eine Rettungsinsel, kann man sagen. Endlich haben wir die Möglichkeit, uns mal ein bisschen zu erweitern und natürlich auch in Unterrichtsräumlichkeiten zu unterrichten, die auch für Simulatoren gedacht sind. Zurzeit sind die Simulatoren alle untergebracht in ehemaligen Klassenräumen und sind immer noch so eine Art Provisorium. Also für Sie und Ihre Kollegen eine große Erleichterung, wenn dann tatsächlich, und wann soll es fertig sein, das Gebäude? 2013, also Ende 2013 wollen wir die Räumlichkeiten beziehen und dann spüren wir die entsprechende Erleichterung.